Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV und der Betrachtung des deutschen Leitindexes, nämlich hier speziell dem DAX, der hier immer wieder Aufmerksamkeit genießt. Und wir wollen hier kurz mal schauen, wie er sich hier im Stundenchart aktuell schlägt. Hier in der JFD 24-Stunden-Indikation sehen wir diesen bereits gestern dargestellten Abwärtstrendkanal, der hier auch in aller Deutlichkeit weiter Relevanz besitzt. Und wenn wir hier genauer schauen, haben wir hier gestern schon vermutet, dass es im Bereich dieser unteren Trendlinie, dieses Abwärtstrendkanals, zu einer Gegenreaktion kommen könnte. Wir sahen gestern dann auch hier noch einen starken Abverkauf am Vormittag. Allerdings die Marke von 10.900 Punkten stützte hier die weitere Kauflust sozusagen. Und jetzt sehen wir, ausgehend von diesen beiden letzten Verlaufstiefs heute und gestern, dass wir eine kurzfristige Aufwärtstendenz durchaus in den Chart bringen können. Wir hatten heute Morgen auch schon im JFD Desktop diese heutige FTSE-Vektor-Logik zum DAX betrachtet. Ich zeige sie nochmal gerade ganz kurz. Hier der Chart dazu und hier wurde schon gemutmaßt, beziehungsweise hier kamen schon Spekulationen dahingehend auf, dass der Markt eine Erholung erfahren könnte, wenngleich diese Tendenz hier in Richtung 11.160 plus nicht zwanghaft passieren muss, ist die Tendenz doch die, dass sich im weiteren Tagesverlauf hier durchaus eine positive Tendenz andeutet. Und das sehen wir auch aktuell hier und man darf sagen, mit Betrachtung des Stundencharts stehen die Chancen ganz gut, dass der Markt hier tatsächlich eine temporäre Erholung erfahren kann. Machen wir das Ganze noch in einer Trendkanal, versuchen das mal einzufassen. Von dem heutigen Hochpunkt her könnte sich der Verlauf hier vorsichtig in dieser Art und Weise darstellen. Leichter Rücksetzer und dann gemächlich hier nach oben, um dann letztlich hier im Bereich der heute dargestellten FTSE-Vektorlogik tatsächlich 11.160 Punkte roundabout hier eine Entscheidung herbeizuführen. Wir haben hier einen kurzfristigen Widerstandsbereich, der gekoppelt mit dieser oberen deckelnden Trendlinie des Abwärtstrendkanals höchst interessant erscheint und entweder direkt nach oben oder eben hier gemächlich während der nächsten Tage beziehungsweise während der nächsten Handelsstunden erreichbar zu sein scheint. Der DAX also hier durchaus kurzfristig im bullischen Tenor. Es könnte also hier weiter anziehende Notierungen geben. Es muss noch gar nicht mal zu diesem kleinen Rücksetzer kommen. Man kann das auch direkt nach oben rausziehen. Diese Option, dass wir hier diesen vorsichtig angedeuteten Aufwärtstrendkanal sogar nach oben direkt verlassen, ist durchaus gegeben. Also die Bullen könnten hier mal kurz auf die Tube drücken. Das sieht zumindest stark danach aus und dem wollen wir uns nicht entgegenstellen, wenn die Technik entsprechendes aufweist. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn wir nochmal die 10.900 unterschreiten und auch hier speziell dann diese untere Trendlinie des Kanals, dann wäre doch hier ein weiterer Verfall in Richtung 10.750, 10.700 Punkten durchaus zu erwarten. Das muss man auf der Agenda haben. Im Sinne dessen, dass der Markt hier weiter fallen könnte. Also hier kurzfristig weitere Erholung zu präferieren im Intraday-Bereich, könnte sich auch im weiteren Tagesverlauf, wie gesagt, zuspitzen, würde hier auch in das Bild passen, dass der Markt, hier sind wir gerade im Tageschart, jetzt nicht direkt nach weiter unten durchsackt innerhalb dieses großen breiten Abwärtstrendkanals, sondern eher hier dann jetzt nochmal nach oben läuft und da muss ich dann eben entscheiden, ob der Markt dann bereit ist für neue Tiefs oder aber sich hier sogar eine wesentlich stärkere Erholung darstellt. Und das wäre dann hier signifikant der Fall, wenn wir hier deutlich über 11.200 Punkte rausziehen würden. Ja, also das wäre dann hier, dann kann man schon mal den grauen Pfeil nach unten ziehen, sicherlich kurzfristig Plan B, dass der Markt sich dann hier innerhalb dieses großen breiten Abwärtstrendkanals auf Tagesbasis nach oben schlängeln könnte und sozusagen die Korrekturwelle, die wir ja hier seit Ende Mai sehen, zunächst erstmal korrektiv aufheben könnte, wenngleich hier bereits im Bereich 11.350, 11.400 Punkten schon die ersten Widerstände warten, die dann hier letztlich auch den Markt direkt wieder nach unten führen könnten. Schauen wir nochmal kurz auf die heutige Beschau der Ranges vom DAX, hier im MetaTrader 4 Chart vom JFD. Wir haben hier aktuell 113 Punkte zurückgelegt, der Schnitt liegt bei 185 Punkten. Wir sehen hier vor Wochentief, vor Monatstief, hier unten vor Tagestief, hier vor Tageshoch. Wir sind so ein Stück weit mitten in dieser Range und wir sehen auch heute hier wieder diese anhand der Average True Range abgeleiteten Hochpunkte. Punkte und Tiefpunkte soll heißen, im heutigen Tagesverlauf wäre rein statistisch gesehen von der Range
auf mit Blick der Range der letzten 14 Tage ein Anstieg in den Bereich 11.122 Punkte möglich. Im Ausdehnungsfall, wenn wir die Range überspitzen, dann eben 11.160. Und Sie sehen auch hier vor Wochentief, vor Monatstief, die große Abwärtstrendlinie, die wir gerade hier im Stundenchart gesehen haben. Hier bündelt sich einiges an Widerständen. 11.160, 11.170, also ein ganz, ganz signifikanter Widerstandsbereich, der meines Erachtens nicht sofort zu durchbrechen wäre. Interessant. Aber das Potenzial bis dahin ist definitiv gegeben. Andernfalls sollten wir heute nochmal neue Tagestiefs markieren unterhalb von 10.970 Punkten. Dann müsste man davon ausgehen, dass wir das Vortagestiefs inklusive ADR-Low, und das passt ganz gut zusammen, Sie sehen hier das alles auf einer Ebene, dann müsste man, sollte man nochmal Abgaben in dem Bereich 10.864, 10.870 Punkte einplanen, sofern wir ein neues Tagestief machen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es mal ganz kurz und schmerzlos zur Beschau vom DAX gewesen. Also korrektive Erholung möglich. Achten Sie hier oben auf den Bereich 11.120, 11.170 Punkte. Da könnte es dann wieder enger werden, sofern der DAX eben hier dann tatsächlich dieses Level erreicht, auf Umkehrsignale achten. Oder aber wenn wir darüber rausbrechen, dann haben wir hier Bereich weiteres Potenzial bis 11.2 und dann, wenn wir darüber gehen, sogar wesentlich höher. Doch das sehe ich aktuell nicht. Warten wir mal ab, was der Markt macht. Die Intraday-Beschau jedenfalls ist für heute abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den einen oder anderen Input geben. Wenn es Ihnen gefallen hat, gute Statements, ein Like bei YouTube oder whatever, sei Ihnen da immer freigestellt. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder, beziehungsweise sehen uns, hören uns vielleicht beim JFD-Devisenradar-Webinar heute Nachmittag 15:00. Wenn Sie mögen, kostenlose Anmeldung möglich. Und bis dahin sende ich erstmal beste Grüße. Ihr Christian Kemmerer und tschüss.